Hallo. Hast du nicht immer so ein Hashtag-Dings vorher Ja, das gehabt, war oder? letztes Mal irgendwie so. Hashtag Tales of Beans. Yeah. Yeah. Oh yeah. Weiter geht's. Moment, warte mal. Ja. Du bist ja live. Ach so. Ja, wir haben Gregor, letzte. Ich ey, bin auch wir live. sind live. Schön ist es. Das ist Können wir schön. uns Ja, noch. letzte Woche mussten wir einmal aufzeichnen. Ja, genau. Da mussten wir ganz dringend eine andere Sache machen. Ganz genau. Aber wir haben es heute extra dann nochmal, weil ihr das auch wolltet, weil ihr auch sehr fleißig über Hashtag Tales of Beans dann euer Verlangen Vielen Dank. geteilt habt, dass wir weiterspielen mit Tales of Symphonia. Genau. Natürlich, dass wir heute live Machen wir. mit dabei Ja, sind. selbstverständlich sind wir live. Laptop ist hier, Chat haben wir am Start. Genau. Und wir Ich verlangen schreib mal. sogar wichtige Tipps. Schreibt doch mal was. Hallo Chat. Hallo Chat. Der Chat mit dem D. Genau. Hallo Chat. Wie geht's dir, Seht Buddy? ihr? Wir könnten das nicht Das ist gefälscht live. haben. Ja, Wir genau. können Das muss ja keinem jetzt kein sein. Praktikanten gesagt haben, schreib Hallo Chat über Gestern. gestern Schreib da rein. morgen mal Hallo Chat. Wobei das auch eine Option Das wäre. wäre auch gut. Um Wir 15 Uhr Mittwoch. Geben einfach, genau, wir nehmen alles vorher auf, irgendwie spät nachts. Und man sieht hinten noch, wo Winter ist. Und dann aber während wir es im Sommer ausstrahlen, wir Genau, geben und eine dann Liste den live. Praktikanten, Eigentlich ist das eine ziemlich gute der die Idee. Sachen eintippt. Deswegen sollten wir Praktikanten So, einstellen. bis wir so weit kommen, gehen wir einfach mal ins Spiel wieder rein. Denn wir sind angekommen, das letzte Mal in der Menschenfarm. Oh, wir sind in einer bösen, bösen Farm. Genau, wir haben ja diese. Ach, das war aber eine krasse Geschichte am Ende, ne? Das war der, die Tochter Ach, war ja. ein Monster, hat den Vater umgebracht und die Oh, Mutter war ein shit. Monster. Erdolcht und dann war, genau, die Mutter war eh schon tot. Nee, die wer war tot? Genau, und keine Ahnung, alle, jeder stirbt irgendwie. Auf jeden Fall hier in der Menschenfarm nahe Palma Costa wurde Schokolade entführt. Die, natürlich. Ja, genau, die Enkelin von, wie heißt Marble, sie von Marble, die wir ja auch schon Oma am Anfang, genau. leider dann wegmachen mussten. Und hier, das weiß ich noch, hier konnte man mit mussten. dem. Ja, wie man es auch immer ja. dann nennen will. Ich weiß, das wusste ich noch, dass man hier mit der Spezialfunktion unseres Ringes aktivieren kann, dass man hier sehen kann. Normalerweise sind die unsichtbar. Ne? Und wir haben ja hier ein paar kleine Rätsel zu lösen. Ich würde sagen, genau, am wir können ehesten, die Farbe ändern. Das können wir dann hier zum Beispiel reinschieben. Zack. Und können hier prüfen, was ist hier ab. Ein Oh, das erste, glaube ich, im Spiel, Level 2. Ja. Und wir haben bisher nur Level 1 gefunden immer. Konnte man sie in die Erfahrungsfähigkeiten, ne? Ja. Jetzt haben wir eine Level 2 Gemme, die wir machen können. Gemme wird eingesetzt. Welches nehmen wir? Ausweichen. Ja, so viel. Ach, guck mal. Oh, Vitalität ist schon gut, eigentlich ja. ganz nice, ja. Okay, da haben wir noch hier. Er kriegt mal. Ne, Geist, der macht ja keine. Obwohl, der macht schon Magie, ne? Er erhöht maximale TP. Ab und zu, ja. Eine Level 1 Gemme haben wir noch, die wir hier einsetzen können. Braucht Int eigentlich, aber haben wir wahrscheinlich nicht. Ja, lass mal hier, uns gut, hier haben wir. Na gut, wir haben eine Level 2 Gemme, mit der können wir schon ein bisschen was anstellen. Ja. Wir sollten, denke ich mal, alle vier Spalten. Lords auf jeden Fall. Oh nein, ich hab das S-Wort gesagt. Also die Spalten oh, hier jetzt kommt der Chat. Da, genau. Jetzt geht's richtig. Also ab. Eigentlich ziemlich simpel, wir müssen die grünen Blöcke da jetzt irgendwie einfügen. Ja. Da, wo noch das Platz kann man, ist. Das kann man sich eigentlich gut vorstellen. Und guck mal, ich kann sie nicht oh, schieben, die wenn sind sie weg. unsichtbar sind. Ja. Ja, also ich muss schon Was für das eine hier bereit haben. Alien-Technologie verwenden sie da? Ja, ziehen, 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 ziehen. So, Achtung, und ja, jetzt genau. drucksen. Ah, das heißt, im Drücken hat es noch gereicht. So, dann. Da nochmal. Da ist auch noch eine Gemme, oder? Ja, irgendein Item müsste es sein. Gucken wir mal. Ich hoffe, es ist auch noch eine Gemme. Ein Magier gewandt. Oh, das können wir gleich mal ausrüsten. Oder für Genius auch. Ja, wir gucken mal, wer es am ehesten braucht. Ah, okay. Okay. Rain anscheinend nicht. Ah, ist doch für Genius. Ah, gleich. Das ist schon mal, das lohnt sich Verteidigung. mehr. Das, das, ist das schon lohnt sich mehr, vor allem, weil es nichts gekostet hat. Ja. Ich bin ja immer so ein bisschen, lass lieber gucken, dass wir nicht so viel ausgeben. Ja, genau. Im Endeffekt findet man das, was man kaufen kann. Eine Stunde, zwei Stunden später in irgendeinem Dungeon oder in sowas. Ja, eigentlich auch, sowas in der Art. Es macht, wenn man das Geld übrig hat, gerne. Ja. Kann man gerne mal ausprobieren. Aber ich finde irgendwie so gleich die Hälfte seines Geldes ausgeben für einen oder Rüstungsgegenstand, der irgendwie plus zwei oder drei Ja, das Magie bringt macht. Sowieso nichts. Das lohnt irgendwie nicht, ja. Und das ist der letzte. Cheap, ein bisschen Sokoban. Wenn wir mal. War das nicht bei. Dings hier bei deinem beim Nerdquiz Nerdquiz? Ja. ja. Das erste Spiel, glaube ich sogar, oder? Es war das erste Spiel. Also Ede war nicht, obwohl ich glaube, das hat Ede noch verloren, wenn ich mich nicht irre. Dann wir werden es ja nach Möglichkeit bald wieder in den Start bringen, das Nerdquiz, ne? Oh, oh, Hype. Da wärst du wieder mit dabei? Da würde ich super gern dabei sein, ja. Warte. Da musst du den Champion-Gürtel, der hier noch irgendwo hängt, der Champion-Gürtel. Ja, der stimmt, der ist da oben noch. Ja, Ede, der hat ja richtig abgeräumt, ne? Beef, Nerdquiz. Ja, aber ja, der wird wahrscheinlich nie wieder was gewinnen. Das Kann ist jetzt mir vorbei. Vorstellen. Nee, aber das war, Nerdquiz ist schon geil.
Alles so. Klar, du hast immer noch dann Kratos, ja? Kratos geht los. Zeige die Zeit. Ja, Alter, wie das abgeht. Da werden die aber... Wollen wir ja beim nächsten Kampf nämlich nochmal... Wir haben ja auch schon die Leiste voll, aber es meint beim nächsten Kampf. Hier haben wir schon zu gut drauf gehauen. Da werde ich übrigens auch noch, ich gucke mal, ob ich das über Reddit mache oder je nachdem, wie wir das anstellen. Da könnt ihr gerne euch daran beteiligen, potenzielle Fragen anschicken, was alles wir dann machen können. Das wäre immer nice. Und dann wollen wir nach Möglichkeit, weiß noch nicht, wann es genau losgehen kann, aber nicht allzu weit soll es nicht allzu weit weg sein. Okay, da waren wir schon nice, durch. Aber es muss alles noch vorbereiten. Oh, kommt er, ist er gerade wieder respawned? Ja, der ist wieder respawned, der sagt. Oh, ich habe ihn doch gerade umgebracht. Und jetzt sind es drei? Jetzt sind sogar drei, ey. Oh, neue Attacke. Ja, nee, ich hab hier das hier aktiviert, damit zumindest... Ich denke mal, es ist so neu. Okay. Fuck, so. Ich bin aus. So. Sag mal, wie viel verträgt der denn noch? Das sind, die haben irgendwie ein bisschen mehr auf dem Kasten als ja, die. Wirklich. Die sind ja nicht umsonst hier in der Hardcore-Menschen-Farm. Die sind alle Hardcore. Guck mal, wie viel KP wir schon haben. Ja. Über 1000, das ist wir schon haben, wir haben ja gut, bad. Wir haben ja ungefähr die Hälfte der ganzen Welt bereist. Gelevelt, ja. Gelevelt wie sonst was. So. Wow. Yes. Und jetzt bist du Käse hier. Zacke, zack, 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 zack. Oh ja, Kadoken. Shoryuken. Sehr gut, ja. Sehr guter Teaser auch für. Ja, übrigens, ja auch. Da sollte man auch aufpassen. Street Fighter. Street Fighter 5. Hype. Sehr gut, ja, Freitagabend. Freue mich auch. Ah, guck mal, jetzt da, ja, da ist auch jetzt was. Das konnten wir vorher nicht sehen. Weißes Silber. Checken wir gleich mal, was es ist. Es wird übrigens auch passend dazu noch, wenn wir schon eh beim Teasen sind, morgen ein Retro-Club zur Sache Street Fighter geben. Kannst du alles Retro-Club halten. Ja, mit alle. Wird alles mit geheim. C oder mit K? Mit K. Club, ne? Ja. Deutsch. Der gute deutsche Club ist es. So. Ja, okay. Ja, sehr gut. Wow, Street Fighter, sehr gut. Ja, Gregor kriegt ja immer dazu, mich in Sachen... zu zwängen oder mich Moment, das kann, ich weniger glaub, Kleidung darzustellen, als ich eigentlich möchte. Einmal habe ich es gemacht und seitdem hast du Geschmack dran gefunden. Das heißt, ich werde eventuell für Street Fighter noch die eine oder andere Sache machen, für die ich mich sehr schämen werde. Aber alles für den Sender. Du musst, ja genau, du musst nur sagen, dass du dich dafür schämst, dann merkt dann niemand, ist es nicht so schlimm, wenn ich, merkt wenn niemand, ich Spaß dass du dran Spaß daran hab, ne? Hast. Genau, ja. Okay. Wir haben eine rote Karte gefunden. Das ist wahrscheinlich eine Schlüsselkarte, mit der wir dann irgendetwas aufmachen können. Oh, wenn wir es hier aktivieren... Ach, guck mal, da liegt ein Item. Ein Omega-Schild. Okay. Ah, war das das, was KP regeneriert oder irgendwie was auffängt? Hier, ein Omega-Schild. Hat heilende Wirkung. Okay, das heißt so also... So war das, sehr gut. Noch vor Dark Souls übrigens. Vor Dark Souls, ja. Ist ja das originale Dark Souls. Genau, hier. Das ist das. So. Gab es eigentlich, hier gab es nicht so eine Funktion, dass er automatisch das Beste ausrüstet, ne? Stimmt, nee. Also ich mach da, damit mache ich da unten irgendwie den Teleport auf, aber hier bringt mir das noch nichts. Hier kann ich noch nicht so richtig durch, habe ich das Gefühl. Okay, da sind wir wieder am Standardausgang. Ah, aber jetzt, wir haben Magnus noch nicht besiegt. Achso, na okay, das ist die komplette Ausgangstür. Und hier, das war die Hinter... Da, wo die Zellen... Das Hintertürchen. Also wir checken da nachher vielleicht nochmal nach, aber ich glaube, es ist interessanter, wenn wir... Moment... Können wir doch abkürzen. Genau. Naja. Wenn wir erstmal gucken, was wir hier denn alles finden können. So. Sobald, wenn wir schon mal da sind, kommen, lass mal speichern. Ja, wir spielen zu zweit Jack, Sony. Man kann bei Tales of Symphonia kämpfen, bis zu vier Spielern spielen. Wenn man vier Controller hat, kann man jedem Charakter sozusagen einen der Controller geben. Und wenn wir schon zu zweit hier sind, dann machen wir das auch. Das ist ein Kartenschlitz. Rote Karte verwendet, blaue Karte verwendet. Es fehlt noch eine. Der fehlt noch. Gelbe. Ah, okay. Okay. Wo wir die finden. Warte mal, ich bin hier angekommen beim unteren, ne? Hier waren die Zellen. Da war ja noch nichts. Oder also da haben wir die Leute ja rausgelassen. Waren die Zellen, genau. Da waren die Zellen und auf der rechten Seite. Genau, unten war auch nichts. Wir haben ja zum Glück noch unsere Spieleberater hier, wenn es mal wirklich wieder haken sollte. Aber wir möchten noch versuchen, das mit eigener Hirnkapazität zu lösen. Sollte das noch möglich sein, dass wir das selbstständig schaffen. Ja. Man muss erstmal, man muss so schon reinkommen. Was ist denn da unten rechts, dieses Ding da? Ganz unten?
Da ist doch dieses, kann man hier nicht ran? Dieses, ja. Ah, ich hatte, ah, ich hatte okay, da, ey, blöd. Ich okay. dachte, ich hätte das jetzt gemacht. Ne? Ja, ja, ja. Dann kriegen wir genau, hier wahrscheinlich die grüne Karte oder irgendwie so. Ja. Ein Erfrischer. Ah, das ist, damit wir wieder, ja, Erfrischer. Ein schönes Enertron. Wie cool, lass uns versuchen. Erfrischen. Ich bin Erfrischung abgeschlossen. Erfrischungsvorgang abgeschlossen. Er schreit auch so richtig, der Computer. Ja, stimmt. Galas ist super. Galt, also ist gut. Aber, was sind die ethischen Implikationen? Warte mal. Okay, da ist... noch eine bevor Brücke wir geöffnet. Den da unten, weil hier war auch noch da. Erfgemäher? Sag mal. Wasser ist Leben. Das kann man sag ich, da sage ich auch nichts dagegen. So. Das wird komm mal her. Mein Freund. Aber warte mal, ich Magier. Würde... Wo ist denn der Hexer? Da ist er. So, diesen Kampf können wir, glaube ich, noch hin. Wir werden gleich in die Werbung müssen, aber da holen wir es. Außerdem, wir sind ja sowieso direkt neben dem Erfrischer. Das heißt, wir können eigentlich so viel erfrischen, wie wir lustig sind. Erfrischungsvorgang abgeschlossen. Wir gehen einmal kurz in die Werbung. Wenn wir wieder zurück sind, dann geht's weiter mit Tales of Symphonia. Hashtag. Autsch, das tat weh. Tales of Beans. Bis gleich. Bis gleich.